Töchter des Mondes, 3 Wochen später irgendwo im Vorgebiet des Berges Hyal. Ja. Die Untoten rücken unermüdlich vor. Wir können ihnen nicht entrinnen. Ihr seht, Lord Archimond, wir müssen die Nachtelfen nicht fürchten. Die Geißel kann... Archimond, nach 10.000 Jahren, wie ist das möglich? Die Legion ist zurückgekehrt, um diese Welt zu verschlingen, Weib. Und diesmal wird uns euer lästiges Volk nicht aufhalten. Narren, ihr habt sie entkommen lassen! Findet sie, verdammt! Findet und tötet sie! Der Tag, den wir lange gefürchtet haben, ist gekommen. Die brennende Legion ist zurückgekehrt. Ich muss den Fluss überqueren und die restlichen Schwestern warnen, bevor alles verloren ist. Ja, nach 10.000 Jahren. Das ist zumindest eine kleine Zeit, würde ich meinen. Die Nachtelfen haben vor 10.000 Jahren, das ist genau genommen der Krieg der Ahnen. Da ist übrigens Tyrande Whisperwind zur Nacht, zu der Anführerin der Nachtelfen ist sie dann geworden. So, da, wir schauen jetzt bloß mal kurz rum. Und hier, schaut mal, was wir hier haben, Chandris. Und hier müssen wir hinkommen, irgendwie. Diese verfluchten Nachtelfen dürfen uns nicht entkommen. Lord Archimond will, dass wir sie finden. Bei Elun. So sei es. So, jetzt müssen wir mit dem... Niemand darf mich sehen. Mit der Taste V könnt ihr die Rande-Fähigkeit Verbergen einsetzen. Okay. Weil ich möchte schon das, diese ganzen Sachen hier haben. Bei Elun. Wie die Göttin wünscht. So sei es. Was für... Wie die Göttin wünscht. Jetzt hat er wieder verkrüppelt. Meh. Und wie gesagt, so kommt man eigentlich dann nach und nach durch. Bei Elun. Wir könnten auch kurz mal hier hinterschauen. Und durch den Krieg der bei ihrer Anführerin hat nämlich die Nachtelfen an die brennende Legion sozusagen, man kann sagen, verkauft. Und Tyrande war einer derjenigen mit Szenarios und vielen Wildgeistern, die brennende Legion sozusagen dann von Kalimdor die sie halt da verscheucht haben, kann man sagen. Die Göttin ruft bei Elun. So sei es. Machen wir mal den Käfig hier auf. Ashetoraman. Entschuldigung, Vorbeugung, aber... Wie die Göttin wünscht. Nur so dies. Diese Mission ist so gedacht, dass man da wirklich durchläuft. Bei Elun. Und das werde ich auch genauso handhaben. So sei es. Bei Elun. Übrigens, in normalen WC3 gab es ein recht sehr, sehr schönes Bild auch von... Unverzüglich.
Weil da war es nicht so, dass das Bild, da war es richtig 3D sozusagen animiert. Nicht wie wir es hier gerade gesehen haben, dass das wie ein Wimmelbild sozusagen aufgebaut ist, dass das sich bewegt. Aber trotzdem irgendwie, trotzdem cool. Wie die Göttin wünscht. Bei Elun. Da ist soweit nicht. Unverzüglich. So sei es. Unsere verbündete Stadt braucht Hilfe. Inulifa. Elun Ador, Priesterin. Wir unterstehen eurem Befehl. Das Inventar ist voll. Unverzüglich. Der Heiltrank ist mir gerade wichtiger. Die Göttin ruft. Und da war noch jemand dabei. Ein Erzdruide in diesem Krieg. Bei Elun. Im Namen von Cenarius. Den werden wir noch finden. Die Menschen verabscheuen die Untoten, das ist eindeutig. Aber ich zögere, ihnen zu trauen. Unverzüglich. Vielleicht nicht gerade das Beste für Ramiel. So sei es. Für Kalimdor. Anudura. Machen wir noch die mehr. Für Kalimdor. Inulifa. Wie gesagt, in dem Krieg ist Tyrande dann auch die Anführerin geworden. Mal bloß nebenbei am Rande. Diese Orks scheinen einen magischen Schatz zu bewachen. Der könnte mir nützlich sein. Und wir nutzen das jetzt einfach mal aus. So sei es. Dankeschön. Wie die Göttin wünscht. Zeig den Weg. Schon erledigt. Schon so gut verstanden. Ist es, habe ich das noch nie geschafft, dass ich mit allen durchgekommen bin. Seid auf der Hut. Die Verdammniswachen befehligen Schemen, die uns selbst in den Schatten sehen können. Am besten halten wir uns von ihnen fern. Und jetzt haben wir schon die nächste neue Einheit. Die Göttin ruft. In Position. Die Jägerinnen. Die sind die Göttin super. Ruft. Und ja, so haben. Warum ausgerechnet. Jetzt halt wieder die, warum ist die brennende Legion eigentlich zurückgekehrt? Übrigens auch ganz wichtiger Punkt ist, die Nachtelfen haben die brennende Legion besiegt im Krieg der Ahnen und von Kalindor sozusagen weggebannt. So sei es. Und die damalige Anführerin der Nachtelfen, falls es jemanden interessiert, natürlich, war Alexstrasza. Wie die Göttin wünscht. Sie war diejenige, die sich sozusagen der brennenden Legion ihr geholfen hat. Und ich kann auch schon mal so sagen, das wird auch nicht hier erwähnt. Jemand warum greifen die brennende Legion ausgerechnet hier den Hyjal an? So sei es. Archimon, weil... Unverzüglich. Eure Schattenkräfte werden euch nicht vor uns verbergen. Ich habe ja gesagt, ich werde kein... ob ich spoilere oder nicht, das wird eh... Kann ich eh nicht... Wie die Göttin wünscht. Das ist eh wurscht, ob ich spoilere oder nicht, weil ansonsten kann ich es nicht erzählen. Illidan hat der Baum, bleib mal kurz beim Baum. Der Baum des Hyjal ist mit einer
bewacht sozusagen einen Seedarm. Die damaligen Gewinner, auch die Aspekte, so sei es, haben damals den Baum absichtlich gepflanzt. Der ist auch geweiht. Und dieser Baum bewacht sozusagen etwas. Und das ist ein See. Da denkt man sich, warum ist ein See jetzt halt irgendwie so wichtig oder so. Es ist ganz einfach. Dieser See ist mit einer arkanen Quelle sozusagen gespeist. Von komplett arkaner Macht umschlossen. Und dieser bei Elun. Teich, der wurde aus dem so sei ersten Brunnen sozusagen durch ich folge der Stern in, wie heißt es, Suramar. Jetzt habe ich die Stadt. Der erste Teich stand in Suramar und der zweite wurde aus Versehen sozusagen erschaffen durch Illidan, weil sie ihre Unsterblichkeit bewahren wollten. Und dadurch haben sie Illidan verbannt. Ich folge der Stimme von Elun, wie die Göttin wünscht. Das ist sein Vergehen gewesen. Er hat jemand bedroht die Welt. Ja, einen zweiten Brunnen der Ewigkeit erschaffen. Und der Baum schützt das Ganze sozusagen. Ich habe Rache geschworen. So und sei durch es. Diese arkane Macht hofft sich halt die Brenne Legion, dass ich folge der Stimme von Elun. Sie ein Portal aufbauen können, um halt die Nachtelfen und alle Bewohner auf diesem Planeten sozusagen restlich zu vernichten. Ein Hydralisk! Ja. Den will ich unbedingt haben. Und das haben sie dann. Da ist nichts, okay. Noch nicht. Und übrigens, dieser Weg ist nicht ohne Grund gemacht. Ja, wie gesagt, hier kommt man dann zum Lager der Nachtelfen, wo Chandris befehligt. Soll heißen, diese Mission ist eigentlich recht schnell jemand generell vorbei. Sprecht frei heraus. Ich habe Rache geschworen. Ich folge der Stimme fast von euch kurz. Nein, ich will jetzt mit diesen zurückgelassenen Ballisten kann ich die Barrikaden der Untoten durchbrechen. So. Will nur was schauen. Mana-Stein, Buch der Gesundheit. Eigentlich alles, was wir brauchen würden. Wie gesagt, man kann hier schon einiges an Sachen haben. Wenn man sich die Zeit natürlich dafür nimmt. Und außerdem, wenn wir die Untoten hier angreifen. In Position. Die Göttin. Fasst euch kurz. Müsste das Hauptlager sicher auch Verstärkung sozusagen schicken. Nee. Wann ist es, wenn man das Gebäude sozusagen. Ich gehe im Schatten. Da hinten ist dieser Hydralis. Nein, geht weg. Wir wollen doch diesen Hydralisten haben. Und übrigens. Ich folge der Stimme von Elun. Auf Wachtposten! Jemand bedroht die Wildnis? Hier stehen Einheiten. Falls es jemanden sozusagen interessiert. Ich muss darum vor Morgengrauen den Fluss erreichen. Bei Tage kann ich mich nicht verstecken. So,
Übrigens, die Nachtelfen sind einer meiner Lieblingsrassen. Nur so. Ich finde das so cool, dass die... Okay. Die Göttin ruft. Ich habe Rache geschworen. Ich folge der Tyrande, Stimme geh mal da. Und vielleicht musst du persönlich hin. Wir gehen den anderen Weg. Hier durch. Hier muss ich sagen, bin ich noch nie gegangen. Weil ich eigentlich immer mich durchs Lager geprügelt habe. Unverzüglich. Ha, jetzt haben wir ihn. Wie die Göttin wünscht. Plus 10. Jemand bedroht die Wildnis? Wenn wir das auf 3 hätten, diese Aura, dann würde er wahrscheinlich plus 30 Schaden machen. Saugeil. Sprecht frei heraus. Ashitoraman. Wie die Göttin wünscht. Auf euer Zeichen. Zeigt den Weg. Die Göttin ruft. Schon erledigt. Ich folge der Stimme wie von die Göttin wünscht. Weil wie gesagt, hier habe ich immer sau viele Einheiten verloren. Ich habe keine Furcht. Viel zu leicht. Und Jemand bedroht die Wildnis. Ja. Die Zeit des Ordens ist und, vorbei. Und warum wollen die ich übrigens die Brände liegen? Ja, habe ich ja gesagt, zum Brunnen, weil sie da durch ein Portal machen können. Hm. Und in den nächsten Folgen... Da. Tyrande! Elun sei Dank, ihr habt es geschafft. Die Untoten haben unser Dorf ohne Vorwarnung angegriffen. Ishnudal Dieb, Chandris, wir haben ein größeres Problem. Die Untoten wurden von der brennenden Legion hierher geschickt, unseren alten Feinden. Gegen diese Übermacht bleibt uns nur eines. Wir müssen die Druiden wecken. Und im Hintergrund unser schöner Hydralisk. Vielleicht fragt sich der ein oder andere, warum haben die Nachtelfen bis jetzt halt noch nicht in den Krieg in Lordaeron eingegriffen? Sie haben! Die Druiden, die gerade erwähnt wurden, haben im smaragdgrünen Raum die Fähigkeit auch, in andere Tiere sich sozusagen zu übernehmen und ein bisschen zu helfen. Es hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt spielt sich das alles in Kalendor ab. Übrigens, Arthas befindet sich auch in Kalendor übrigens. Der hat eine ganz spezielle Rolle hier auch.